Standpunkt an. Also ich meine, von Polen aus gesehen ist das, was Frau Merkel tut, völlig irrational. Also das sind, das höre ich die ganze Zeit. Und es heißt also, man spricht sogar von einer gewissen deutschen Neurose. Das heißt, die Deutschen, Deutschland rettet den Euro, Deutschland rettet Griechenland, jetzt rettet Deutschland die Flüchtlinge, dazu noch die Demokratie in Polen. Man könnte meinen, Deutschland hat eine Neurose. Oder vielleicht hat Frau Merkel eine Neurose. Und ich kann Ihnen sagen, dass von Polen aus gesehen wird das so betrachtet. Und es wird auch betrachtet als ein deutsches Problem. Man sagt, das ist ein deutsches Problem und die Deutschen müssen das ganz alleine lösen. Denn erstens, also wir haben ein ähnliches Problem wie Frankreich. Also die Flüchtlinge wollen bei uns gar nicht bleiben. Dafür, wir haben ein viel zu schwaches Sozialsystem. Also sie können bei uns 80 Euro im Monat bekommen an Sozialhilfe. Das ist für niemanden interessant. Wir haben 1000 Syrer aufgenommen, das waren alles Christen. Sie wurden auch bei Familien, christlichen Familien aufgenommen. Die sind bei Nacht und Nebel alle nach Deutschland weggelaufen. Die haben gesagt, wir bekommen zu wenig Geld. Wir sind nicht, also wir wissen auch nicht, was sollen wir mit diesen Flüchtlingen tun, die wir hier zugeteilt bekommen. Sollen wir die einsperren, den Schlüssel wegwerfen, damit sie nicht...